habe es als spannende Aufgabe gefunden, das Thema Sicherheit zu bearbeiten, war mir aber nicht sicher, ob wir es schaffen werden, ein Grundsatzprogramm auf die Beine zu stellen oder ob es nicht doch ein Wahlprogramm werden wird. Ich bin mit sehr großen Erwartungen hineingegangen. Es war mir sehr wichtig, gerade zum Thema Raumordnung und Verkehr, über alles zu diskutieren, alles zu erfahren, um dann auch ein bestmögliches Ergebnis zu liefern. Ich bin mit sehr hohen Erwartungen in die Arbeitsgruppe gegangen, weil das Thema Gesundheit und Pflege ein brisantes Thema in der Gesellschaft ist und alle Menschen unmittelbar betrifft. Also Stefan, meine Erwartungen waren sehr hoch, aber ich war natürlich auch ein bisschen skeptisch, weil Europa ist ein nicht nur positiv besetztes Thema. Und die Herausforderung war definitiv, die verschiedenen Positionen irgendwie aufs Papier zu bringen. Ich wollte so wie bei der ersten Arbeitsgruppe vor etwa 30 Jahren wieder meine Überlegungen und meine Erfahrungen zum Thema Umwelt und Ökologie einbringen. Na, die Erwartung war, dass wir mit interessanten Persönlichkeiten die spannenden Fragen unserer Zeit diskutieren, dass wir gemeinsam Standpunkte entwickeln, dass wir in der Diskussion gemeinsam die richtigen Antworten finden auf brennende Fragen unserer Zeit. Und das, denke ich, ist uns gut gelungen. Also wir haben das Thema Arbeit gehabt und da bin ich davon ausgegangen, dass wir sehr unterschiedliche Standpunkte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern haben werden. Aber Ziel war es zu zeigen, dass wir in der Salzburger Volkspartei ein positives Bild von Arbeit haben und dass wir da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und so Arbeitgeber als Partner in einer gemeinsamen Allianz sind. Der emotionalste Teil dieses Prozesses war für mich, wie alle Argumente am Tisch lagen, wie wir alles durchdiskutiert hatten. Und es war für mich besonders beeindruckend, dass jeder seine einzelne Position auch verlassen konnte und dem anderen zuhörte und seine Argumente mit aufnahm. Und wir haben damit ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten gefunden, das nicht alles möglich macht, sondern das ganz kleinen Schwerpunkt legt für die ÖVP, was uns in der Raumordnung auch im Thema Verkehr wichtig ist. In den Untergruppen war für mich am spannendsten, dass es immer das große Bestreben war, Gemeinsamkeiten zu finden, obwohl die Meinungen durchaus sehr divergierend waren. Die Zusammenführung der ganzen Ideen auf einen kurzen, prägnanten Satz und dass er jeder wiedergefunden wird, und nichts dabei vergessen wird. Das war die größte Herausforderung, das Spannendste. Die Debatte in Hallwang, wo es um die Frage ging, was ist Familie? Weil die Standpunkte in dieser Frage sehr weit auseinandergelegen sind und am Ende dieser Debatte ein gutes Ergebnis gestanden ist. Wir haben uns eigentlich dazu zusammengefunden, dass wir gesagt haben, nicht mehr mit dem Zeigefinger. Das Leben bestimmt jeder Einzelne selber. Wir wollen ihm einen Leitfaden geben, wir wollen ihr einen Leitfaden geben, aber wir wollen uns bemühen, nicht immer den Finger in die Höhe zu halten und zu sagen, das musst du so machen, nur so geht das. Das Leben ist für den Einzelnen ein vielfältiges und das muss die Chance der Zukunft sein. Also spannend und emotional ist es eigentlich immer dann geworden, wenn es also kontroversiell wurde, wenn es um ganz grundsätzliche Fragen gegangen ist, wenn sozusagen auch unterschiedliche Positionen und Meinungen eingebracht wurden. Der spannendste Moment war, wie ein wirklich ausgesuchter Teilnehmer, nämlich ein Medienexperte durch und durch, uns ein Einstiegsplädoyer gehalten hat, was sich die nächsten 4-5 Jahre tun wird. Das war ungefähr so, wie wenn man in eine 5-Liter-Flasche 10 Liter hineinfüllt, wo ich dann gedacht habe, wie sage ich es ihm, dass wir das jetzt noch einmal langsam und verständlich von vorne beginnen müssen. Bildung soll ein lebensbegleitender Prozess sein, in dem Interessen und Neugierde geweckt werden. Es gilt, Potenziale und Talente zu fördern. Besonders zu achten ist dabei auf die Chancengerechtigkeit. Effizienter Energieeinsatz und der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht nur ein Beitrag für den Klimaschutz, sondern schafft auch Arbeitsplätze und stärkt den Wirtschaftsstandort von Salzburg. Wir müssen in allen Bereichen, in allen Regionen die Gesundheitsversorgung rund um die Uhr in der Grundversorgung sicherstellen. Das ist das Erste. Das Zweite, es braucht Kooperation und Koordination im Sinne von Abstimmung von Gesundheitsleistungen, um das Gesundheitswesen auch in Zukunft finanzierbar zu machen. Und drittens geht es darum, die Gesundheitsprävention zu stärken. Die Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit der Menschen sind für uns im Mittelpunkt.
Aber natürlich auch der Punkt der Solidarität ist ganz besonders wichtig, denn es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die Unterstützung brauchen. Und hier ist es natürlich notwendig, dass wir alle zusammenhelfen. Egal, ob es sich jetzt um alte Menschen handelt, um Menschen mit einer Behinderung oder aber auch um junge Menschen, die gerade dabei sind, ins Leben einzusteigen, in den Beruf einzusteigen. Hier brauchen wir verschiedene Programme und Maßnahmen und dafür setzt sich die Gruppe auch ein. Es gibt ein klares Bekenntnis zum Verein, ein klares Bekenntnis zur Vereinsstruktur und eine große Wertschätzung den ehrenamtlichen Tätigkeiten gegenüber. Es gibt ein klares Bekenntnis zum Spitzensport als Vorbildwirkung und es gibt ein klares Bekenntnis für sportliche Großveranstaltungen im Raum Salzburg. Die Kernbotschaften der Arbeitsgruppe lauten erstens, Familie ist toll, Familie macht Spaß und Familie ist etwas, das sich zu leben lohnt. Zweitens, Familien braucht Rahmenbedingungen, dass sie leben und existieren kann. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Möglichkeit für Frauen, für Männer, sich in den wirtschaftlichen Kontexten so zu entwickeln, wie es der Familiensituation gerecht wird. Eigenverantwortung. Damit die Gesellschaft im Krisen- und Notfall funktionieren bzw. bestehen kann, braucht es den engagierten, vorbereiteten und zur Selbsthilfe fähigen Bürger bzw. die Bürgerin. Wir glauben, dass jeder Mensch im Rahmen seiner Eigenverantwortung verpflichtet ist, seinen Beitrag für die Bewahrung intakter Lebensräume zu leisten. Wir haben über sehr viel diskutiert. Wir haben uns über das Ende des Lebens unterhalten. Wir haben uns über den Beginn des Lebens unterhalten. Und wir haben uns über die schönen Zwischenräume unterhalten. Wir haben uns über Glück unterhalten. Und das war wirklich sehr, sehr spannend. Und alle Teilnehmer, ob die Jüngeren, auch die Älteren, haben ein richtiges, gutes Glücksgefühl gehabt. Das heißt also, die Diskussion war eigentlich eine, die uns im Herzen wohlgetan hat. Salzburg wird noch mehr als heute ein Land mit hochmoderner Infrastruktur. Und das ist wichtig nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Lebensqualität der Bürger. Für mich das Fazit war, engagierte ÖVPler und andere, noch nicht ÖVPler im Bundesland Salzburg, haben sich intensiv mit dem Thema Europa auseinandergesetzt. Und ich glaube, es ist jetzt unsere Aufgabe, das auch zu den anderen Leuten, die noch nicht so überzeugte Europäer sind, hinauszutragen. Ich finde, wir haben großartige Diskussionen gehabt, teilweise sehr kontroversiell. Aber ich glaube, das, was am Ende auf dem Papier steht, kann sich wirklich sehen lassen. Es war spannend, es war interessant, es war einfach klasse, an einem Programm mitzugestalten, das so einfach die neue Richtung der ÖVP für die nächsten Jahre wieder gibt. Entgegen allen Unkenrufen, egal wo sich unsere Mitglieder engagieren, in welchen Teilorganisationen, in welchen Themenbereichen, wir uns in unseren Grundsätzen sehr, sehr einig sind und klar eine Vision haben von unserem Salzburger Weg. Ich bin begeistert, dass dieser Programmprozess ein wirklicher Salzburger Weg geworden ist. 10.000 Arbeitsstunden, 4.000 Menschen haben vorgedacht. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben uns wirklich jeglichen Bereich der Gesellschaft vorgenommen und haben tolle Ergebnisse gemeinsam erarbeitet. Und das zeichnet die Volkspartei einfach aus. Es war spannend, es war ereignisreich, es war eine Herausforderung. Ich bin froh, dass wir so tolles Ergebnis erreichen haben können. Jetzt würde ich mich freuen, wenn wir es umsetzen. Als Fazit möchte ich eigentlich dem Wilfried Haslacher gratulieren, dass er den Mut gehabt hat, so einen tiefgehenden Prozess zu starten. Das ist was Ungewöhnliches, das ist auch etwas Neues in Österreich, dass ein Bundesland den Mut hat, so einen breit angelegten Parteiprozess zu starten. Und der Erfolg gibt ihm recht, es ist großartig, was heute beim Parteitag beschlossen werden kann.